So, weiter geht's. Hier die Gerste, was einfach in den Dreck reingedrillt wurde. Hier das Vorgewände vor 13 Tagen. Ich bleibe extra im Auto drin. Mit dem Wind hört sich doch ein bisschen scheiße sonst an. Ich finde das schon ziemlich geil. Das hat was. So, das wurde vor 12 Tagen. Ich war jetzt einfach mal ein bisschen hier. Das steht doch hundertprozentig unter dem ganzen Rotz drunter. Hier noch was ganz Witziges. Hier war ein Versuch in den Erbsen drin. Das war sowas von verunkrautet. Hier hatte ich auch Haferuntersaat mit drin. Ich habe die Überkehr nachher aufgemacht, weil diese scheiß Meldesamen, die laufen im Drescher ja im Kreis. Also Gebläse auf irgendwie, was ist das, 1500 Touren oder also auf jeden Fall Maximum, was der Lexion macht, ne? Und es ist eine wahnsinnige Luftmenge. Erbsen fallen noch durchs Sieb durch, aber es reicht nicht, dass die Melde hinten rausfliegt. Die landet zu 100% in der Überkehr. Da waren noch keine anderen Körner in der Überkehr. Gut, ein Großteil vom Hafer noch mit. Es ging nicht anders. Da sind hier so ein paar Bahnen. Da, Überkehr unten und oben aufgemacht. Nur die Jungs von Klaas, die haben das Ding so gut designt, dass die Paddel das alles unten echt genau mit der Schneckenwindung wieder aufnehmen. Ich glaube, das unten ist ein Drittel rausgefallen, oben nochmal ein Drittel und ein Drittel ist wieder in den Kreislauf gegangen. Jetzt haben wir da solche Streifen hier. Ja, ich glaube, die Versuche waren hier hinter mir. Ah, und da ist das GPS einmal ausgefallen. Da muss ich nochmal neu ansetzen. Aber, ja, ich finde, das hat was. Definitiv. Mache ich im Frühjahr nochmal irgendwann ein Update. Weil ich meine, außer jetzt, dass es weiter wächst und immer grüner wird und immer länger wird, gibt es auch nicht mehr viel zu sehen. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht die ein oder anderen Bodenbearbeitungsfetischisten, die Flugfetischisten hier in einen Herzinfarkt kriegen, wenn die das sehen. Ja. Ist geil. Ja. Wenn der Ertrag nachher stimmt, alles passt, ich wenig Pflanzenschutzmittel brauche und alles, sich die ganze Biologie hier super wohl drin fühlt. Und das Einzige, was ich dafür brauche, ist das Herbizid, was sich von allen am allerschnellsten abbaut und den geringsten Schaden macht, und das ein Jahr, knapp ein Jahr vor der Ernte, was mit der Kultur nicht in Kontakt kommt, weil sonst würde diese Kultur hier nicht mehr grün stehen, dann hätte die eine andere, hellere Farbe. Ja, wie gesagt, ich find's einfach nur geil. Vorgewende, wie gesagt, einen Tag eher. Ja, ich muss die Scheiben mal putzen. Ich habe gestern noch 500 Kilometer gefahren. Das ist das Schlimme, wenn man hier anfängt mit Felder rumgucken. Heute schon 45 Kilometer drauf, wenn ich mit allen Flächen gleich fertig bin. Dann sind schon wieder 100 Kilometer. Ey. So, hier auch nochmal Vorgewende. 63 Hektar Schlagkilometer lang. Hier ein bisschen Dreieck. Ah, hier vorne ist ein anderes Unkrautspektrum. Das ist hier immer an der Einfahrt. Ich muss mal rauszoomen. Hier liegen immer für insgesamt 130 Hektar HTK und Kalk und all sowas. Das wird immer hier hingekippt, weil es hier ziemlich zentral ist von den ganzen Flächen. Und somit ist hier vorne immer ein bisschen anders als überall anders. Aber wenn jetzt nicht so ein scheiß Wind wäre, dann könnten wir hier nochmal richtig. Oh, jetzt auch kein anderes Mikro bei, aber ich denke mal, ihr könnt es erkennen. Also, die sieht doch hundertprozentig aus. Blattläuse müssen wir natürlich jetzt ein bisschen im Blick haben, und die nochmal was mit Gelbfestwährung zu tun haben. Ja, und dann soll da was werden.